Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar bin ich mal wieder auf Hive gebannt. Und zwar für Speed bzw. Flyhacks. Und das Lustige an diesem Bann ist einfach, dass ich beweisen kann, dass ich unschuldig bin, bzw. dass ich halt keine Flyhacks oder Speedhacks hatte. Und es juckt halt Hive einfach nicht. Die lassen mich einfach gebannt, obwohl ich beweisen kann, dass ich nicht gebannt gehöre. Also ich kann beweisen, dass ich einfach nicht gehackt habe. Hier kurz einmal, ihr seht hier, ich bin mit Captain Eric 99 angemeldet und jetzt connecte ich doch mal auf die Premium Hive MC.eu IP und ja, ich bin für 7 Tage gebannt für Speed bzw. Flyhacks. Ja, auf jeden Fall richtig cool und jetzt zeige ich euch mal den Evidence dafür, den ich euch auch in die Beschreibung schreibe. Könnt ihr nämlich hier sehen und zwar von Blue Gengar. Übelst der coole Typ auf jeden Fall, wenn ich den einmal in Game sehe, naja, auf jeden Fall seht ihr hier, ich bin da relativ schnell unterwegs. Ja, also erstmal natürlich, die Qualität von dem Report ist übelst scheiße, er nimmt mit Bandicam auf, er hat keinen 20-Sekunden-Report, obwohl ich früher mal gedacht habe, dass die Videos ja mindestens 20 Sekunden lang sein müssen. Und außerdem hat er anscheinend einen scheiß PC, was man auch daran sieht, was er für Grafikeinstellungen hat. Ich zeige jetzt nochmal diese Stelle hier, ich denke nämlich, das hier war die, weil ihr seht ja, wie schnell ich da unterwegs bin. Ja, okay, ich war schon recht schnell unterwegs. Ja, also ich würde schon sagen, dass es Speedhacks sind, aber die Betonung liegt einfach darauf, dass ich in Crank gespielt habe. Wisst ihr, was lustig an Cranked ist? Das Lustige an Cranked ist, dass man, wenn man jemanden tötet, einen Speedboost bekommt. Und das habe ich hier auch nochmal schön als Beweis aufgenommen. Das war nämlich von gestern noch eine Aufnahme. Und da seht ihr jetzt, ich töte jetzt einen Typen hier. Und zack, habe ich einen Speedboost. Also ich weiß nicht, ob man das, warte, ich kann es nochmal zeigen, das war jetzt nicht so gezeigt eigentlich. Also hier, ihr seht, ich bin jetzt ganz normal unterwegs, so wie man normalerweise auch läuft. Und wenn man jemanden tötet, bekommt man halt einen Speedboost, den ich halt in dem Report auch hatte. Sieht man jetzt hier, ich töte den und jetzt sieht man hier schon diese Speedpartikel, also diese Effektpartikel, wenn man halt einen Speed-Effekt hat. So, und dann seht ihr auch schon direkt, wie viel schneller ich bin. Und das war einfach das, was ich in dem Report in Anführungszeichen hatte. Ich hatte keine Speed-Hacks, keine Fly-Hacks. Ich hatte einfach diesen Speedboost, den man bekommt, wenn man Leute in Crank tötet. So, natürlich kann man jetzt sagen, ja, du warst auch ein bisschen in der Luft. Ja, okay, das ist jetzt einfach wahrscheinlich, dass ich gelaggt habe. Also ich meine, das kennt jeder von euch, dass mal irgendjemand ein bisschen in der Luft ist, ein bisschen im Boden, manchmal auch ganz im Boden oder richtig weit in der Luft oder so. Ja, das hängt halt an, ja, mit dem Internet zusammen, mit Minecraft zusammen und ja, so, ich habe das Ganze natürlich appealen wollen, weil ich kann ja beweisen, dass ich nicht gehackt habe. Allerdings wurde mein Forum-Account schon mal gebannt, weil ich hatte halt 2 Accounts und das darf man irgendwie nicht. Und deswegen waren die halt gebannt und jedes Mal, wenn ich mir einen neuen Account mache, wird der instant halt auch gebannt und mit dem Captain Eric-Account, also mit meinem ersten Account irgendwie zusammengemischt. Aber die sind dann halt gebannt, das bedeutet, wenn ich einen neuen Forum-Account mache, ist er sofort gebannt. Und deswegen habe ich einen Freund gefragt, beziehungsweise hat der mir netterweise angeboten, das zu machen, nämlich den Tobi. Dem habe ich dann Appeal geschrieben und der hat dann für mich appealed und hat einfach die Antwort bekommen, dass man nicht für andere Leute appealen darf. Okay, dann habe ich für mich selber einen neuen Account gemacht, damit appealed und der wurde einfach auch abgelehnt, weil ich ja halt keine verschiedenen Accounts haben darf. Und ich habe in der Begründung stand halt nur, dass ich halt, also ich habe halt einen Account gemacht, der hieß Eric Returns. Richtig einfallsreich, aber ist auch scheißegal, ich wollte ja nur einmal appealen damit. Und auf jeden Fall habe ich einfach als Antwort bekommen, ja, du darfst keine Alt-Accounts haben, deswegen bannen wir diesen Forum-Account, Appeal Denied oder so. Und ja, die sind gar nicht darauf eingegangen, was denn halt mit meinem richtigen Bann jetzt, mit diesem Bann hier los ist, sondern sind einfach nur auf den neuen Account eingegangen, den ich gemacht habe. Und das finde ich schon echt ein bisschen krass, dass ich einfach für etwas, was ich nicht gemacht habe, gebannt werde und ich kann nicht appealen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon echt krass, was Hive da mit mir abzieht und ich sehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht ein. Lustig, eine kleine Nebenbei-Story hier. Ich war auf dem Hive.js, habe so um die 25 Mods, schätze ich mal, angeschrieben. Einfach nur, weil ich das überhaupt nicht einsehe und mir haben tatsächlich 2 geantwortet. Auf jeden Fall Props an die beiden. Ja, zeigt natürlich wieder, wie super der Support auf Hive natürlich ist. Und was natürlich dieser Report auch zeigt, ist, wie inkompetent einfach die ganzen Hive-Mods sind. Denn anscheinend, ich kann es mir nicht anders erklären, es muss ja ein Mod gewesen sein, der hat diesen Report gesehen und hat sich gedacht, okay, der ist schnell unterwegs, der muss gehackt haben. Der wusste anscheinend nicht, dass man diesen Speedboost bekommt. Und da denke ich mir echt, wie werden Hive-Mods dann eingestellt? Also eingestellt in Anführungszeichen, ist ja kein Job, ne? Aber anscheinend müssen die ja nicht mal Ahnung vom Spiel haben, oder was? Ich meine, wenn man jetzt keine Ahnung von Cranked hat, dann bearbeitet man auch keine Crank-Reports, oder? Ja, keine Ahnung, was da mit dem los war. Anscheinend war der einfach komplett
inkompetent oder hatte gar keine Ahnung von dem Spiel. Und ich finde, wenn man keine Ahnung von etwas hat, dann hat man auch keine Meinung, weil, ja, er hat halt keinen Plan davon, dass ich jetzt nur diesen Speedboost hatte, weil ich jemanden getötet habe. Das Witzige ist, dass man im Video sogar sieht, wie der Typ, der aufnimmt, sogar den Speedboost bekommt. Das habe ich hier auch nochmal. Und zwar seht ihr jetzt hier, das ist halt das gedownloadete Video, und er tötet jetzt den Typen da vorne und dann seht ihr, wie sich das Sichtfeld verändert. Also es ist jetzt ein Frame, gehe ich jetzt nach vorne, also ein Bild, eins von 30 Bildern pro Sekunde gehe ich jetzt nach vorne und dann seht ihr mal, wie sich das Sichtfeld in dieser Zeit verändert. Seht ihr das? Wie krass sich einfach das alles so ein bisschen nach hinten zieht, halt wenn man ein höheres Sichtfeld hat. Und das alles in einer einzigen 30stel Sekunde quasi. Und ja, das finde ich einfach so paradox an dem Video, weil das ist ja so, als würde man jemanden aufnehmen, der hackt, und man würde halt selber genauso hacken. Und dieser Bann ist einfach so unglaublich falsch einfach. Also ein Typ, also Alex Schatzi24 meinte, hatte einen guten Vergleich dafür, und zwar meinte er, also dass dieser Bann, also ich wurde ja für diese Speedhacks in Anführungszeichen gebannt, und das ist einfach so, wie als würde man gebannt werden dafür, dass man in One in the Chamber jemanden mit einem Schuss tötet. Es ist einfach Teil vom Spiel, und ich benutze diesen Teil vom Spiel und werde dafür gebannt, beweist dann noch zweimal, dass ich unschuldig bin, und es juckt einfach niemanden, nur weil es ein Formfehler ist, oder wie? Das finde ich schon echt lächerlich. Ja, also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin echt sprachlos, wenn es um sowas... Also, ich meine, es ist... Ich bin gebannt, weil irgendein Mod keinen Plan hatte. Ich bin gebannt, weil ich etwas benutzt habe, was man im Spiel darf. Das ist ja nicht mal wie ein Glitch oder sowas. Das ist ja... Das will Hive ja sogar, dass man diesen Speedboost bekommt. Da gibt es ja keinen anderen Weg. Man kriegt ihn ja einfach. Dann appeal ich einmal. Also, beziehungsweise mein Kumpel hat appealed. Und der wird einfach also nicht angenommen, weil ich ihn nicht appealt habe, dann appeal ich und ich werde abgelehnt, weil ich es bin. Und es gibt halt keine andere Möglichkeit zu appealen. Und ich werde jetzt einfach, ich bleibe jetzt einfach gebannt für etwas, was ich nicht getan habe. Ich kann beweisen, dass ich es nicht getan habe, aber bleib trotzdem gebannt. Ich meine, wie lächerlich ist das? Also dazu fällt mir echt nichts mehr ein. Ja, ich bin ehrlich gesagt wahrscheinlich gerade ein bisschen ja, wütend, kann man sagen. Aber ich habe mir jetzt gerade so gedacht, dass ich einfach jetzt quitte mit diesem Video hier, weil ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss, auch wenn ich jetzt nicht permabannt bin, aber ja, ich meine, sowas sehe ich nicht ein. Ich sehe es nicht ein, beim besten Willen. Warum? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin für etwas gebannt, was man im Spiel darf, was nicht mal ein Glitch ist. Man muss es einfach machen, denn weil der Mod einfach inkompetent ist und keinen Plan von Cranked hat, dann appeale ich und beweise, dass ich unschuldig bin und bleibe einfach trotzdem gebannt am Ende. Es ist komplett lächerlich. Ich verstehe, beim besten Willen, ich verstehe da nichts. Ich verstehe kein bisschen was. Ich verstehe keinen einzigen Mod, der das jetzt nicht, ja, accepted quasi. Ich meine, es könnte ja so sein, ja, okay, als ich meinen Alt-Account zum Beispiel im Forum gemacht habe, ja, die könnten doch einfach meinen Alt-Account bannen, ist ja schön und gut, aber trotzdem den Appeal wenigstens lesen und mich dann auf Minecraft-Server entbannen, aber das machen die ja nicht. Die bannen einfach meinen Forum-Account und das war's, denn die gucken sich nicht mal den Report an anscheinend. Auf jeden Fall richtig cool. Auch super nett, wie viele Mods mir da geantwortet haben. Echt von 25 zwei Leute. Ist ein richtig guter Schnitt auf jeden Fall. Das sind 4%, glaube ich. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Nee, gar nicht, das sind 8%. Ist auch scheißegal. Naja, auf jeden Fall. Sage ich viel zu oft, auf jeden Fall, fällt mir gerade auf. Nee, also, ja, ich bin jetzt 7 Tage gebannt. Ich kann da nichts gegen machen. Ich habe ja schon bewiesen, dass ich unschuldig bin, aber es juckt die anscheinend trotzdem nicht. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich denn mal wieder spiele. Weil, eigentlich habe ich so alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte jetzt halt noch ein bisschen Cranked spielen, vielleicht ein paar Punkte noch machen. Ich bin nämlich kurz vor 100k. Und ich denke einfach, wenn ich entbannt bin, mache ich nochmal meinen 1000. Win in Death Run und die 100k in Cranked. Und dann war es das auch schon. Vielleicht ändert sich das noch, vielleicht aber auch nicht, weil ich sehe sowas einfach nicht ein. Ich reporte... Ich weiß nicht, wie viele Hacker ich damals reportet habe, ne? Und so viele werden einfach nicht angenommen. Und dann werde ich für etwas gebannt, was ich nicht getan habe. Ich kann beweisen, dass ich es nicht getan habe. Aber es juckt einfach niemanden. Das sehe ich nicht ein. Ganz ehrlich, ich sehe es beim besten Willen nicht ein. Auf jeden Fall schönen Dank an Blue Ganger, der anscheinend übelst der Noob ist. Der ja auch hier, wie man gesehen hat, am Boosberg war wie sonst was. Wegen dir bin ich gebannt, du Dreckstück. Auch schönen Dank an den Mod, der anscheinend gar keinen Plan von Cranked hatte. Wie wäre es, wenn du dich erstmal ein bisschen mit dem Server auseinandersetzt, bevor du denkst, du kannst Leute für etwas bannen, was Teil vom Spiel ist. Und auf jeden Fall danke an die 2 Mods, die mir tatsächlich geantwortet haben. Die anderen 23 Mods, die können mich alle mal. Und ich hoffe einfach, dass ich für dieses Video jetzt nicht noch perma gebannt werde, weil das wäre eh doch der Abfuck, dass ich mit 999 Wins in Deathrun gebannt werde. Also perma gebannt.
Naja, ich hoffe, euch hat das Video mal ein bisschen gefallen und ich hoffe, ihr versteht jetzt so meine Lage, dass ich einfach für etwas... Ich komme selber nicht drauf klar, ich werde für etwas gebannt, was ich nicht getan habe. Ich kann beweisen, dass ich es getan habe, aber ich werde trotzdem gebannt und bleib gebannt. Naja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wir sehen uns dann, ja, vielleicht wieder. Vielleicht mache ich ja noch so ein richtiges Abschiedsvideo, aber... Naja, ich würde sagen, wir sehen uns, Leute. Haut rein.